Herzlich willkommen, Leute. Die Folge, die ich gerade aufgenommen habe, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Hoffentlich. Hoffentlich habt ihr die gesehen, Leute. Wenn nicht, dann schaut mal in der Minecraft Winterhouse Playlist vorbei. Da findet ihr auch die Folgen vom letzten Jahr. Und wenn ihr das verpasst habt, schaut es euch einfach an. So, heute sind wir wieder hier. Ne? In der letzten Folge, zack, Farm gebaut. So, wie schon in der letzten Folge auch gesagt, wer es zum Schluss geschaut hat, weiß jetzt, was wir jetzt tun, und das schreibst du bitte jetzt rein. Mit Hashtag ich war dabei, wenn du weißt, was wir tun. Aber das werden jetzt Leute schreiben, die beim letzten Mal gar nicht dabei waren. Ich sag's euch, die Hälfte da war nicht dabei, Leute. Schaut euch das Video an, natürlich bis zum Ende. Ich habe ein bisschen was über meine Weisheitszahn-OP geredet, wir haben ein bisschen was gefarmt, wir haben angefangen, mein Haus ein bisschen was zu bauen, die Umrisse da hinten. Und ja, jetzt geht's hier weiter, ja. Minecraft Winterhouse geht in die dritte Runde. So, zack, dritte Staffel schon. Krass, ich mache das schon seit 3 Jahren, Alter. Das ist so heftig, ey. Auf noch ganz anderen Kanälen. Das ist so heftig. Das ist heftig. Das ist halt auch so ein Projekt, was ich auch einfach liebe, ja. Heute wieder alleine. Auch in der gleichen, ne, im gleichen Klamotten wie beim letzten Mal, weil ich das hier halt direkt nach der anderen Folge aufnehme, die ihr schon gesehen habt, hoffentlich. Und ja, beim nächsten Mal verspreche ich es euch, sind meine Freunde wieder dabei, weil die werden sowieso viel schneller mit dem Hausbau fertig sein als ich, weil ich ja immer so extravagant baue, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und bei mir würde das wahrscheinlich noch ein paar Stunden länger dauern. Deshalb hole ich mir jetzt hier einen kleinen Vorsprung und habe mich hier auch schon darum gekümmert, dass wir auch langsam hier ein bisschen was Essen zu bekommen, weil hier ist es sehr schwer, Essen zu bekommen. Aber darum wird sich jetzt schon gekümmert. Und ich kümmere mich jetzt erstmal darum, dass die Bäume hier gut wachsen. Ja, ich möchte natürlich hier mein Haus schnell errichten und das Fundament heute vielleicht sogar schon fertig haben. Aber wer aufgepasst hat, ich brauche immer noch Ziegel und die finden wir natürlich unter Wasser. Das heißt, wir müssen gleich nochmal eine Tauchsession machen. Das ist hier aber sehr schwer. Ich würde mal sorgen, ich putze hier erstmal das Cobblestone, weil jetzt haben wir Cleanstone. Und das Cleanstone brauchen wir, um Stone Bricks zu machen. Und so weiter und so fort. So, ich glaube, ich trenne diese mal. Dann tun wir hier noch ein bisschen was Kohle rein. Dann läuft das hier ein bisschen was zügiger. So, das passt. Okay, dann kann ich hier schon mal langsam und sicher anfangen, hier die ersten paar Steine zu setzen von meinem Haus. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Hier ist der Abstand zu groß. Machen wir so. Das muss noch eins weiter vor. Perfekt. Zack und zack. So, jetzt funktioniert das alles wieder. Jetzt ist alles wieder hier symmetrisch. So und so. Und jetzt schließen wir das hier ein. Hier würde ich sagen, lasse ich zwei mindestens so, dass hier der Kamin hinkommt. Oder? Es ist ja... Oh mein Gott, wie baue ich das? Was? Warte, hä? Ist das richtig? Warum sind da nur... Warum sind da drei? Ah, warte mal. Macht doch gar keinen Sinn, was ich hier mache. Alter, ich muss... Wenn dann schon drei. Ja, das passt dann auch wieder. Ey, da könnt ihr euch mal hier verpissen. Okay, er ist unsichtbar, hat sich den Trank gezogen. Holy shit. Er ist jetzt voll auf Droge. Ich würde mal sagen, wir schlafen da. Leider noch hier neben der Farm und noch nicht in unserem eigenen Zuhause, aber darum kümmern wir uns ja jetzt. Und das ist ja der nächste Punkt. Wir wollen jetzt nicht mehr hier unter dem schönen Himmel, unter schönen Sonne schlafen, aber in Kälte, sondern wir wollen natürlich auch eine Bedachung haben. Das ist wichtig. Wir wollen ja unter einem Dach leben. Nicht so wie Ursteinmenschen da hier auf dem Bett bei minus 20 Grad Außentemperatur. Das ist vielleicht nicht so optimal. So, aber die Farm, die läuft. Alles macht sich gut. So, hier haben wir ein bisschen was noch. Cleanstone. Das bearbeite ich nochmal kurz. Perfekt. Es nimmt langsam Gestaltung an. Wir sind erst bei der dritten Folge, Leute. Wir sind erst bei der dritten Folge. Da kommen noch ein paar Folgen auf euch zu. Und das Finale wird am 24. sein. Schreibt euch das in den Kalender. Ich glaube, da stehen schon viele andere Sachen am 24. im Kalender. Und schreibt doch mal gerne rein, ob ihr erstens einen Adventskalender habt oder besitzt, ich weiß ja nicht, und welchen natürlich, ne? Und was ihr euch denn zu Weihnachten wünscht. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin leider aus dem Alter raus, dass ich einen Adventskalender bekomme. Deshalb habe ich mir überlegt, jo, ich
meine Eltern haben mir den gekauft, aber so gesehen ist es auch noch ein Adventskalender. Ich habe gesagt, ich möchte 24 Cola-Dosen. Ja, jetzt habe ich Gläser bekommen. 24 Coca-Cola-Gläser. Viel zu teuer, holy shit. So dumm, aber ja, die habe ich bekommen. Und die trinke ich jetzt fleißig, ne? Let's go. Oh Mann, Cola ist geil. Ich hätte auch schon letztes Jahr und vorletztes Jahr einen Coca-Cola-Adventskalender. Den habe ich jetzt aber nicht gekauft, weil brauche ich nicht. Kann ich mir auch so kaufen. Ich bin aus dem Alter raus, dass ich mir auch irgendwie Wunschlisten oder so mache. Ich wünsche mir auch wirklich nichts. Und das ist jetzt echt ohne Shit. Ich wünsche mir nichts. Also mir fällt nichts ein. Ich habe halt alles, dann denke ich mir halt, ja okay, neues Handy könnte ich bekommen. Neues Mikrofon könnte ich bekommen. Aber brauche ich das wirklich? Das ist die große Frage. Brauche ich wirklich ein... Ne, brauche ich das wirklich? Und ja, deshalb bin ich so ein bisschen wunschlos gerade, muss ich echt zugeben. Aber es würde mich interessieren, was ihr euch so wünscht. Also, als ich so, keine Ahnung, 13 war, wahrscheinlich noch Lego Technik. Maybe, vielleicht noch. Ich weiß es nicht, ob ich da noch Lego Technik gespielt habe. Boah, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich oft zu Weihnachten irgendwie so Lego Technik Sachen bekommen. Ja, war schon echt geil. Habe ich dann am gleichen Tag irgendwie noch aufgebaut oder noch ein paar Tage danach. Dann war das auch fertig, ne? Ja, man kann es halt nicht erwarten, ne? Aber das Geilste ist halt das Essen. Holy shit, und das sag ich als totaler Lauch. Das ist Essen, das fast das Geilste an der ganzen Weihnachtszeit ist. Da müsst ihr mir schon zustimmen, Alter. Das schöne Essen von der Oma und Opa, das genehmige ich mir mal, ne? Also das ist ja echt das Geilste. Aber natürlich ist das Beste mit der Familie zusammen zu sein und natürlich Spaß zu haben, sich zu unterhalten, was man sonst so nicht macht, weil man immer zu viel zu beschäftigt ist und so. Und ja, es wird wahrscheinlich richtig, richtig geil. So, das ist jetzt schon mal so mein Fundament, auf was ich jetzt aufbauen möchte. Ich weiß aber nicht, ob das zu viel ist, zu viel Glas. Ich glaube, das ist zu viel Glas, ich glaube, oder was haben die gemacht? Okay, die haben die einfach etwas kleiner gemacht. Das heißt, sagen wir mal, ich werde jetzt hier beispielsweise nochmal sowas machen. Ja, ich glaube, das ist etwas besser, weil sonst sind die einfach viel zu groß. Die Fenster sind dann einfach viel zu groß, glaube ich. Wenn ich jetzt damit anfange. So, ich glaube, so ist es okay. Ihr könnt es euch wahrscheinlich noch nicht vorstellen, was so meine Vision ist. Ich selber auch noch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich baue einfach ein bisschen random drauf los. Ne? Ich möchte jetzt nicht irgendwie mir erstmal einen Plan machen und erstmal gucken, wie sieht's geil aus, sondern ich baue drauf los und schau mal, was daraus wird. Ob daraus was wird oder nicht, das sehen wir ja dann, ne, wenn es fertig ist. Aber ich denke mal, wir werden heute gut vorankommen. Und ja, es sollte eigentlich alles klappen mit dem Kamin und so, dass ich da ein bisschen was Platz lasse. So, es sieht jetzt echt kacke aus, aber Leute, ich lasse euch überraschen, ja. Lasst euch überraschen, es wird geil aussehen. Das kann ich jetzt schon sagen. Das wird geil aussehen. So, das heißt, wir haben das erstmal. Dann würde ich sagen, wir haben hier so viel Sand. Da würde ich mal sorgen, das packen wir dann auch direkt mal in die Öfen rein. So, ein Ofen ist doch gleich schon fertig, oder? Ja, der ist fertig. Dann packe ich hier noch ein bisschen Sand rein. Wir haben ja genug davon. So, ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht. Mal schauen. Ich habe auf jeden Fall eine coole Idee. Natürlich wird das zwei Stockwerke haben im Haus. Also ein Stockwerk. Wie sehe ich denn aus? So, okay, perfekt. Zwei sind schon fertig. Ich lasse das hier noch ein bisschen was weiterlaufen. In der Zeit kann ich hier noch mal ein paar Stone Bricks machen. Und ich kann den Boden anfertigen. Das kann ich auch direkt mal tun. So, das heißt, der Boden besteht natürlich hier auch erstmal aus Sand. Okay, dann nicht. Alles klar. So, oh, der Typ ist wieder da hier. Alter. Villager. Oder Händler oder wie der auch heißt, Alter. So, erstmal den ganzen Sand hier entfernen. Hier kommt erstmal Parkettboden. Oh, verdammt. Dann muss ich das jetzt hier erstmal mit der Hand noch machen. So, das klappt noch. Das ist aber noch okay. So. So, bauen wir hier das erstmal mit der Hand ab. Wie mühsam das ist, ey. Oh, ey. Egal, wir sind hier gleich fertig. Dann baue ich mir gleich einfach eine neue Schaufel. Und dann können wir hier wieder anfangen. Richtig,
den ganzen Sand hier wegzumähen, Alter. Der nervt schon ein bisschen, ne? Aber die Location ist an sich doch ganz geil. Und eigentlich, wenn es hier schneit, dann sieht man den Sand nicht. Und das hat mich dann so ein bisschen umgestimmt, dass man hier bei dieser Location bauen kann. Weil an sich ist es schon eine geile Location, direkt auch an einem Dorf. Das ist schon ganz chillig. So, alles hier aus Holz. Wir müssen natürlich aufpassen, wenn wir hier den Kamin bauen, dass wir hier nicht alles aus Holz haben. Sonst brennt mir die ganze Butze hier ab. Das wäre natürlich optimal. Ne, klar, einfach mal kein Haus mehr zu haben. So, die Bäume sind wieder gewachsen. So muss das. So, die Farm kann ich auch gleich vielleicht mal ernten. Und dann neu pflanzen. Weil, ja, ist gleich, glaube ich, fast alles fertig. Gut, gut, gut. Es macht sich. Es macht sich, Leute. Ja, Folge zu Folge sieht man hier Fortschritte. Und heute ist es halt das Haus. So, ich freue mich drauf. Ich glaube, noch so 2-3 Folgen brauchen wir noch fürs Haus. Oder halt mal in einem Livestream. Ne? Habt ihr Lust auf mal einen Minecraft Winterhaus Livestream? Das habe ich ja auch im letzten Jahr gemacht. Und es kam sehr gut an. Und ich werde natürlich hier auch regelmäßiger im Dezember livestreamen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen. Vielleicht habe ich jetzt schon ein paar Mal gelivestreamt. Das heißt, aktiviert die Glocke, dass ihr auch keine Livestreams mehr hier auf meinem Kanal verpasst. Ich weiß ja, November war echt sehr langweilig hier auf meinem Kanal. Aber umso geiler wird der Dezember, Leute. Umso geiler. So, ich würde mal sagen, ich mache hier ganz provisorisch erstmal ein bisschen was Licht, dass hier gleich nichts spawnt oder so. So, dann würde ich sagen, wir haben schon etwas geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir können hier schon mal eine Workbench reinpacken. Jetzt muss ich auch mal überlegen, wo ich die Treppen hier hinpacke. Wenn der Kamin hier unten ist, jetzt muss ich überlegen, wenn der Kamin hier unten ist, wie ist es dann am geilsten? Überlegen. Okay. Gut. Wenn ich hier reingehe, ich glaube, ich würde sagen, ich mache das aus Stone Bricks. Sagen wir mal, ich mache das hier. Dann kommst du halt rein und hast hier hinten, oder ich mach's halt richtig, das weiß ich nicht. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel die Fenster zumachen, beide, und ich klatsche das direkt an die Wand. Dann hätte man auf jeden Fall mehr Platz. Hier würde ich sagen, zack, zum Beispiel, zack, so, und noch eins. Und dann ist man oben. Das blockiert recht wenig auch. Das ist geil. Dann machen wir auch noch hier die Trapdoors hier hin. Ich glaube, das kann wirklich sehr gut aussehen, wenn das fertig ist. Kann ich hier noch mehr Trapdoors machen? Ja, perfekt. So. So, das sieht nach etwas aus, glaube ich, ne? Das sieht echt sehr geil aus. Gute Idee, die ich mich hier einfallen gelassen habe. So, wir schlafen immer noch draußen, aber die Bäume sind langsam gewachsen. Ich glaube, ich muss auch gleich eine neue Axt machen. Eieiei. Es geht alles recht ruckzuck jetzt. So, hier der Baum ist auch weg. Der Baum kommt auch weg. Ich brauche jetzt auch wirklich sehr viel Holz, ne? Das muss man jetzt schon sagen. Die zweite Etage möchte ich heute vielleicht auch noch schaffen. Das wäre auf jeden Fall sehr geil. Und, wow, ich habe auch in meinem Singleplayer ein Haus, ein Dach gehabt. Mit einer recht großen Fläche an Glas. Und das sah echt geil aus. Ich glaube, das reicht an Glas. Okay, das reicht auch erstmal. Und ich würde sagen, gleich schlafen wir hier. Ich bin auch etwas knapp an Essen jetzt wieder. Das heißt, das Essen muss jetzt langsam kommen hier. Es muss jetzt langsam flotti karotti gehen. Weil sonst sterbe ich hier noch, weil ich kein Essen habe. Oh. Okay, hier habe ich nicht mehr weiter geforstet. Okay. Immer schön die neuen Saplings rein. Alter, you can't sleep only at night or during thunderstorms. Nee, Alter, ich möchte jetzt schlafen, Alter. Halt's Mull. So. Aufstehen, aufstehen. Okay. Jetzt muss ich mir erstmal eine Axt und eine Schaufel. Brauche ich, glaube ich, erstmal gerade nicht. Aber auf jeden Fall brauche ich eine Axt. So. Okay, das heißt, ich muss irgendwann mal auch wieder meinen gehen. Das ist auch noch sehr wichtig. Das werde ich dann wahrscheinlich in der nächsten Folge mit meinen Friends machen. So, zack, abgebaut und abgebaut. Es ist halt, wenn man alleine ist, ist es vielleicht etwas langweiliger, aber man ist auf jeden Fall ein bisschen was effizienter, muss ich ehrlich zugeben. No, no front. No front.
So. Und zackchen. So, perfekt. Chillig, 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 chillig. Okay. Dann würde ich sagen, baue ich jetzt schon den nächsten Stock? Oder ich weiß nicht, soll ich nicht lieber das Dach bauen? Weil ich weiß nicht, ob ich nächsten, einen zweiten Stock haben möchte. Oder ich baue, ich glaube, ich baue das so. Ja, okay, ich habe eine andere Idee. Die sollte aber auch gut sein, hoffentlich. So, ich muss gerade erstmal ein bisschen was überlegen. So, ich würde sagen, hier packen wir erstmal überall das Holz hin. Ich finde es schade, dass es kein Fichtenholz hier gibt. Ich finde das Holz nicht so geil, muss ich ehrlich zugeben. Aber es ist okay. So, dann haben wir hier schon mal das Dach fast... Wow. Dann haben wir das Dach hier fast fertig. So, Leute. Ich habe jetzt ein bisschen was weitergebaut, Leute. Ihr seht es, das Dach ist fast fertig. Aber meine Aufnahme spinnt gerade ein bisschen. Es tut mir leid. Deshalb kann ich heute gerade leider nicht weiter aufnehmen. Richtig, richtig kacke. Aber wir sind heute recht weit gekommen. Ja, ihr seht hier, ich habe Hälfte meines Dachs schon fast fertig. Mir fehlen hier sowieso ein paar Ressourcen und ihr seht meine Hungerbalken, Leute. Das heißt, in der nächsten Folge müssen wir uns auch nochmal ein bisschen ums Essen kümmern. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns zum nächsten Video dann morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao.